Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Klo1980 und jetzt geht's los. Ich habe euch heute mitgebracht eine MEP08. Lieben Dank an Asimir dafür, der hat die mir zur Verfügung gestellt. Diese Pistole ist ein Nachbau der sogenannten, in Anführungszeichen, Luger, wie man sie so aus Film und Fernsehen kennt, eine deutsche Armeepistole, hier von der Firma ME, also Kuno Melcher, im sogenannten Antik-Look. Ich kann jetzt allerdings nicht genau sagen, ob das jetzt wirklich diese Variante ist, denn mir fehlt die Originalverpackung davon und abweichend davon sehe ich auch schon, dass hier der Magazinboden von seiner Farbe befreit wurde, was bei der Variante, die man kaufen kann, in Antik-Look nicht der Fall ist. Aber ansonsten sieht das tatsächlich schon Antik-Look aus. Ja. Zu der Waffe an sich sei gesagt, die hat ein Magazin mit 6 Schuss. 1, 2, 3, 4, 5 und die sechste Kartusche sitzt da oben drauf. Jetzt habe ich mal ein bisschen nachgestöbert. Bei 2 Online-Shops, die ich durchforstet habe, ist tatsächlich auch nützlicher Hinweis gegeben, der da heißt, wir empfehlen Ihnen nur 4 Schuss Messinghülsenmunition in das Magazin der Luger P08 zu laden, um Ladehemmungen zu vermeiden. Weiter heißt es, die Mechanik der scharfen P08 ist gleichermaßen berühmt wie gefürchtet, was der Test der MEP08 Gaspistole zusätzlich interessant macht. Ist jetzt eine Rezension oder beziehungsweise eine Einschätzung vom Shoot Club, finde ich ganz gut, dass die da so ehrlich sind und das Ansprechen, offenbar gab es da wahrscheinlich auch ein paar Rückläufer, die dann diese Probleme rückgemeldet haben. Wenn nicht sogar nachher Geschäft geplatzt und der ganze Prüll musste zurück, zurückgeschickt werden und haben es nicht verkauft bekommen. Ja, ich habe jetzt einfach mal hier eine Munition, die ich gerade noch vorrätig habe. Das ist auch die Brass Case Munition, also sprich Messing Munition. Und da gehen tatsächlich 3, 4, 5 und 6 Schuss rein. Man sieht aber schon, die unterste, die wird tatsächlich so geführt, wie es vorgegeben ist. Der Rest, der stellt sich so ein bisschen auf. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen frickelig. So, jetzt sind sie, glaube ich, in Reihe und Glied. Ja, also man sieht, jetzt stellen die sich schon wieder auf, sobald man hier das entlastet. Ja, das ist wohl alles nicht so ganz gut konstruiert. Die Pistole gab es ja ursprünglich, zumindest die Gussform, damals von der Firma Rekord, auf jeden Fall weiß ich das noch, das muss Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein, als 8mm Variante, wo ich finde, ist auch die schönste Version, wenn auch diese, originalen, also was heißt originale, auf jeden Fall die Echtholzgriffschalen in Fischhautoptik hat, was ich echt sehr schick finde. So, jetzt versuchen wir die einfach mal durchzurepetieren. Ja, mit 6 Schuss seht ihr schon, rastet das Magazin auch ganz schlecht ein. Und hier kann man auch durchgucken, das sieht echt nicht so ganz so hundertprozentig toll aus. Okay, gut. Ja, da seht ihr schon mal. Was ist denn jetzt passiert? Oh, da ist hier das Knöpfchen rausgefallen.
Okay. Ich glaube, dann halten wir uns mal auch tatsächlich an die Maßgabe, dass das Magazin am besten bloß mit 4 Schuss gefüllt wird, weil das nicht so zuverlässig läuft, um sie jetzt nicht hier ganz doof dastehen zu lassen. Wir lassen einfach mal die 2 weg, wir machen bloß 4 rein. Also offenbar ist das so auch gedacht, dass man das hier rausbauen kann, wenn man den Knopf hier ganz runterzieht, dann kann man den rausnehmen. Ja, jetzt rastet das Magazin noch ordentlich ein. Sieht zwar noch ein bisschen komisch aus, aber okay, gut. Ja, das funktioniert recht gut, so wie es aussieht. Okay, Verschluss bleibt dann hinten. Wenn leer geschossen ist, dann kann man das hier rausnehmen. Haben wir auch einen Schlitz oder naja, Kniegelenk, Fang oder wie nennt man das dann? Ja, also das Kniegelenk funktioniert auch wie bei der scharfen Variante, ist ja nicht verriegelt. Der Impuls drückt das Kniegelenk, das sowieso schon so ein bisschen aufgestellt ist. Man sieht es ganz deutlich, hier geht es so ein bisschen hoch. Drückt praktisch also das hier auf. Kimme und Korn kann man ja auch nochmal sehen. Ja, okay, dann kann man abschlagen. Es gibt ja noch die Erma, oh Gott, wie hieß die noch? War das die Erma KGP 690 als Schreckschussvariante? KGP stand dann für Kniegelenkpistole. Ja, aber heute geht es um die MEP 08. So, dann schauen wir mal auf die Beschriftungen. Hier steht Made in Germany. Kaliber 9 mm PA Knall. PTB-Nummer ist die 866. Ist beschossen worden BG. Seriennummer ist auch eingestanzt. Nitrobeschuss 3 Kronenwappen, also Köln, Beschussamt Köln. Hier ist auch nochmal die Besonderheit. Deshalb auch ZIP-Beschuss hier nochmal und da oben. Weil muss auf Griffstück und auf Lauf sein. Ja, die kann man auch auseinanderbauen. Machen wir jetzt einfach mal. Dazu wird dieser Hebel hier nach unten geschwenkt und dann. Also vielleicht sage ich noch schnell was zur Sicherung. Hier steht auch gesichert. So lässt die Waffe sich nicht spannen. So ist sie gespannt. Und dann kann man sie auch noch sichern und dann ist der Abzug nicht blockiert, aber außer Kraft gesetzt, ausgehakt, wie auch immer. Gucken wir uns gleich mal an, vielleicht finden wir es raus. Zum Auseinanderbauen auf jeden Fall entspannen, dass die Federn da drin nicht gespannt sind. Dann jetzt einfach den Hebel umschwenken und rausziehen, meine ich. Und hier vorne direkt schon mal festhalten mit dem Finger, weil das Ganze will jetzt nach vorne. Kann man hier sehen. Und dann müsste man das auseinandernehmen können. Genau. Okay. Jetzt haben wir praktisch hier so einen Lösemechanismus. Wenn ich jetzt den Abzug betätige, wandert dieses Sperrstück, sage ich jetzt mal dazu, nach unten und gibt dann den Schlagbolzen frei. Der da vermutlich, ah, hier ist er. Da ist der Nupsi für den Schlagbolzen. Der wird praktisch nach hinten gezogen über diese kleine Feder mit Federstange. Und wenn abgedrückt wird, schlägt dieser hier so nach vorne, so wie es aussieht. Die große ist dann die Rückholfeder für das Kniegelenk an sich. Und hier haben wir noch einen. Eine Feder mit so einem Druck. Nupsi. So. Okay. So. Ja,
Das kann man jetzt auch noch auseinanderbauen. Da verzichte ich jetzt aber drauf. Warum? Weil ich habe das früher schon mal gemacht. Ich habe ja selber auch schon eine besessen, das nicht so ganz angenehm ist. Man kann es machen, man kriegt es auch wieder zusammen, ist kein Thema. Will ich euch und mir jetzt aber nicht antun. Dieser Bolzen hier wird links oder rechts rausgedrückt. Das geht eigentlich relativ einfach. Und dann kommt diese ganze Einheit, was hier sich so bewegt. Das kann man dann nach hinten rausziehen. Da sind praktisch hier links und rechts, sieht aus wie so eine Gabel. Und dann kann man das rausziehen, da sind Schienen drin und dann kann man diesen ganzen Einsatz hier komplett nach hinten rausziehen. So war das meiner Erinnerung nach. Und dann kann man auch schön mal in den Lauf reingucken. Ja. Ich mache mal gerade Licht an. Ja, da kann man auch sehen, die Laufsperre ist auch schon echt massiv breit. Lauf ist auch schön dicht, also im Sinne von schön für die ja, für die Funktionssicherheit einfach, weil das sonst nicht so gut, glaube ich, sonst funktioniert mit dem Rückstoß, weil ich glaube, diese Waffe braucht viel aufgebauten Rückstau, damit zuverlässig auch das Repetieren funktioniert. Ja, das also zum Lauf. Und das Griffstück zeige ich hier nochmal mit Licht. Hier sieht man das nochmal schön. Da ist also der Abzug, Unterbrecher hier. Und die Sicherung ist dann dafür gedacht. Was macht die? Ich gucke das gerade mal. Ja, die sorgt jetzt irgendwie dafür. Ja. Dass die Mechanik hier außer Kraft gesetzt wird. Dieses Teil hier ist der Ausstoßer. Der ist aus Stahl, so wie es aussieht. Ich hole meinen lustigen Magneten. Ja, das ist aus Stahl tatsächlich. Abzugsstange auch. Auslöser hier oder dieser, wie habe ich ihn gerade genannt. Ja, ist auch aus Stahl auf jeden Fall. Und hier haben wir noch, was ist das? Das ist der Schlittenfang hier hinten. Der ist auch aus Stahl gefertigt. Ist also gar nicht so schlecht gemacht. Also schon recht aufwendig das Ganze. Ja, gut, der Rest ist Zink alles. Ne? Da ist hier also nichts mit Stahl zu erwarten. Bis auf die Schrauben, okay. Ja, der Zusammenbau geht in umgekehrter Reihenfolge. Jetzt ist natürlich hier die Feder ein bisschen schon verbogen, das ist nicht so schön. So, gucken wir mal, dass die irgendwie so ein bisschen gleich gerade bleibt und das nicht Probleme macht beim Zusammenbau. So, okay, gut, hat schon gut geklappt. Jetzt gucken wir auch gleich mal, ob die Funktion gegeben ist. Also fest reindrücken, am besten so ein bisschen reindrehen. Okay. Funktioniert alles wieder. Das ist also die ME P08. Preis aktuell, jetzt ist Ende Januar 2022, habe ich die Pistole gesehen, für 209 Euro im Angebot, sonst kostet die 250 circa, aber in der normalen Version, jetzt nicht in der Antique, meine ich. Dann würde ich sagen, zum Führen ist das Gerät jetzt auch nicht wirklich gebaut, nicht geeignet. Die ist viel zu unzuverlässig, zu klobig, also macht wirklich eher zum Sammeln, meine ich jetzt, eher Sinn. Und für Silvester, glaube ich, hat sich die Frage auch schon,
erübrigt 4 Schuss im Magazin, damit sie halbwegs zuverlässig läuft. Ja, wenn man Lust hat, kann man da ein paar Schüsse mitmachen, aber nachts, glaube ich, macht das jetzt nicht so viel Spaß. Ich glaube, der sich das kauft, der hat eher Bock auf die Geschichte beziehungsweise auf die Mechanik. Und das macht natürlich im Dunkeln bei kalten Graden, glaube ich, nicht viel Spaß und auch nicht wirklich viel Sinn. Genau. Ja, das soll es also gewesen sein. Achso, genau. Gebraucht würde ich die Pistole um die 150 € einschätzen zum Ankauf. Jetzt aktuell gut, haben wir natürlich auch ein bisschen Inflation. Gut, 160 würde ich mich noch breit kloppen lassen. Aber da wäre bei mir jetzt auch Ende der Fahnenstange. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und einen Daumen nach oben würde ich mich drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.